Hallo zusammen, hier ist wieder Tela und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Wir waren wieder eine Woche lang fleißig und haben uns das ein oder andere Item für Transmog bzw. auch die ein oder andere Quest geholt, um wieder ein bisschen weiter zu progressen. Und dementsprechend schauen wir mal rein, wo wir jetzt stehen. Wir sind jetzt bei einem Stand von Transmog-Items bei 205 und haben 99,94%. Letzte Woche waren wir bei 240 Items, die noch gefehlt haben, und 99,58% heißt, wir haben 0,06% plus gemacht und 35 Items sind das. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber da mir jetzt nicht mehr sonderlich viele Items fehlen, ist es ziemlich zäh im Moment, ne? So die letzten noch zu kriegen. Und ich war vor allem hauptsächlich mit den Questen beschäftigt, aber das werden wir uns gleich anschauen. Hier sind jetzt die Quests nicht eingeblendet, die gucken wir uns jetzt gleich an. Jetzt schauen wir uns mal die Sachen durch, die mir jetzt noch fehlen, beziehungsweise die ich noch brauche. Letzte Woche kam nämlich einmal ein Update von hier All the Things, das ist ja das Add-on, wo wir das so ein bisschen gucken. Und da sind auch ein paar Sachen wieder dazugekommen, weil wieder neue Geschichten rausgefunden worden sind. Dementsprechend hat sich da auch wieder ein bisschen was getan. Bei den unteren Geschichten sind wir eigentlich auf demselben Stand wie die letzten Wochen auch. Also da hat sich nichts getan. Also Fraktionen, Berufe, PvP, Fest. Doch, bei den Festtagen hat sich was getan. Es war Braufest, beziehungsweise ist noch Braufest. Und ich habe jetzt die letzten 3 Tage, wo das Braufest war, mir die Marken geholt. Mir hatten da, glaube ich, so 10, 15 Transmog-Sachen gefehlt, meine ich. Mal so Pi mal Daumen. Und die Sachen habe ich mir jetzt alle geholt über das Braufest. Das hat jetzt nicht lange gedauert. Mit mehreren Twinks konnte man parallel das farmen. Das ging eigentlich relativ gut. Und das habe ich jetzt damit abgeschlossen. Jetzt sind es halt noch die anderen Events, ne? Es sind immer noch 49 Items alleine beim Festtag. Und da muss ich halt warten, bis diese Festtage sind. Das nächste wird dann Erntedank sein. Da können wir dann wieder einiges abschließen. Deine Ereignisse, da hat sich nichts getan. Essenzen auch nicht. Erfolge auch nicht. Was neu dazugekommen ist, ist Dungeon Browser. Und hier ist wieder bei Party Sync ein Item reingekommen. Und zwar die Dolche, die ich mir nur mit dem Schurken holen kann. Das werden wir wahrscheinlich die Woche nochmal irgendwann machen. Die, ja, ist halt wieder ein Item quasi mehr. Die waren zwar vorher schon eins, das mir als Transmog gefehlt hat, aber es wurde hier halt nicht angezeigt, sondern halt unter einer anderen Quelle. Aber gut, jetzt haben wir die da auch drin. Die müssen wir uns dann auf jeden Fall holen. So, wo sich was getan hat, ist hier einmal Dungeon Schlachtzüge. In Legion hat sich leider nichts getan. Da war ich heute wieder die ganzen Raids. Da haben wir immer noch die altbekannten Kandidaten. Aber hier in BFA hat sich einiges getan. Und da können wir mal grob durchgucken. Erstmal die LFRs. Ich brauche jetzt aus dem LFR, wie ihr seht, ja, in Uldir nur noch den Schurkendolch, der bei 2 Bossen droppt, und einmal eine Faustwaffe, also mit dem Druid kann ich da nichts mehr machen, da muss ich jetzt mit dem Schurken nach Uldir rein. Dann da Saalor sieht es genauso aus, da brauche ich eine Faustwaffe mit Agi und 2 Dolche, also da kann ich auch nur mit dem Schurken was holen, beziehungsweise Faustwaffe könnte ich mit dem Schaman oder mit dem DH holen, aber ich werde da mit dem Schurken reingehen, weil Dolche sind da leider begrenzt. Tiegel haben wir kein LFR mehr. Palast bin ich heute auch fertig geworden. Ich habe heute direkt 3 Transmog-Items mit dem Druid noch rausgezogen, die mir gefehlt haben. Palast haben wir damit auch abgeschlossen, und dann Nyalotha LFR habe ich auch den Dolch bekommen mit dem Druid, und dementsprechend fehlt mir auch nur noch eine Rogue-Waffe. Heißt, mir fehlt in Nyalotha eine Rogue-Waffe, in Schlacht von Dazar'alor 3 Rogue-Waffen und in Uldir 2 Rogue-Waffen. Und dementsprechend habe ich dann alle LFR-Sachen. Muss ich halt mit den Rogues ein bisschen abklappern. Ist ein bisschen blöd, weil man mit dem längere Wartezeiten hat. Dementsprechend weiß halt die D-Chars sind, ne? Das Rogue kann nur die D spielen. Da sieht es halt schlecht aus. Aber naja, auf den LFR wartet man leider eh relativ lang. Genau, das sind soweit die LFR-Geschichten. Und dann war ich aber auch fleißig im Normal, HC und bei Uldi auch im Mythic-Modus. Wenn ihr jetzt hier reinschaut, im Normal-Modus sind es jetzt hier noch 4 Items, die mir fehlen. Im Uldir, dann im Heroic sind es auch nur noch 4. Also da sieht es sehr gut aus. Leider habe ich immer diesen Kolben nicht. Und ihr seht schon, die Rogue-Dolche sind hier jetzt zum Beispiel auch drin. Hier im Normal habe ich die Rogue-Dolche, aber hier sind es wieder die gleichen Items. Und mir fehlt immer blöderweise die Faustwaffe vom Endboss, ne? Und das ist halt auch wieder ein Agi-Item, ne? Der Kolben, der mir jetzt hier im Normal fehlt, ist auch ein Agi-Item. Also das ist eigentlich ein Stärke-Item. Agi-Item, Agi-Item, Agi-Item. Also das kann ich alles nicht mit dem Druid kriegen, alles mit anderen Klassen.
Und hier sieht es eigentlich genauso aus. Stärke, Agi, Agi, Agi. Also diese beiden brauche ich gar nicht mehr mit dem Druid reingehen, sondern eigentlich nur noch mit dem Schurken und oder mit dem Worry tatsächlich. Im Mythic, da brauche ich glaube ich hier noch ein Heiler-Item. Genau, das ist auch noch mein Heiler-Item. Also da muss ich tatsächlich nochmal mit dem Druid rein. Aber Uldir sieht echt ganz gut aus. Insgesamt 17 Items brauchen wir jetzt noch aus allen Schwierigkeitsstufen. Und Schlacht aus Dazar'alor oder von Dazar'alor, da hatten wir letzte Woche richtig abgesahnt. Und wie ihr seht, brauche ich nämlich hier nur noch den König Rastakhan im Normal-Modus, also einen einzigen Boss tatsächlich. Muss man blöderweise doch die ganze Instanz, wenn ich mir eine Gruppe suche, ist ja nicht so wie im LFR, dass man einfach dann rausleaven kann, beziehungsweise nur einen kleinen Teil machen kann. Aber das ist halt nicht schlecht. Die Instanz kann ich vielleicht bald abschließen, wenn ich bei Rastakhan Glück habe. Und im Heroes-Modus sieht es auch nicht so schlecht aus. Da ist eigentlich auch nur noch Rastakhan, Jaina und Opulenz. Im mythischen Modus waren wir nicht unterwegs letzte Woche. Was wir aber waren, ist der Tigel. Und den habe ich jetzt aus dem NHC auch die letzte Waffe bekommen. Jetzt brauche ich nur noch aus dem Mythic-Modus. Die Waffe farme ich aber im Moment nicht. Und wo wir auch unterwegs waren, das erste Mal letzte Woche im Ewigen Palast. Und ich muss sagen, es ging erstaunlich gut dran durch. Ich habe mir gedacht, dass der Ewige Palast schwieriger ist, weil es halt ein Content weiter ist, wie zum Beispiel das Alor. Habe mich aber getäuscht. Mir scheint es fast so, ob der Palast einfacher ist als Dazar'alor bzw. der Tigel. Also wir sind ja echt mitten in der Nacht mit mittelgut equippten Gruppe ziemlich easy durchgetigert. Sogar Queen, alles kein Problem. Und auch hier hatte ich Glück. Ich habe sowohl im HC als auch im NHC von Queen den Stab bekommen. Der ist relativ selten. Der droppt nämlich nur bei ihr. Und ja, ich war da jetzt wie gesagt erst einmal drin, seitdem ich hier Transmog farme. Und hier sind schon noch einige Items, aber das Gute ist, hier sind viele Items, die bei mehreren Bossen droppen. Wie zum Beispiel der erste Boss droppt einen Dolch, der droppt auch hier. Dann droppt er einen Streitkolben und der Streitkolben, der droppt auch hier. Dann droppt er eine Faustwaffe, die droppt auch hier, ne? Und so weiter. Also du hast, wenn du den ersten Boss killst, schon ziemlich viel von dem hinteren Loot mit dabei. Also die Instanz müsste man eigentlich relativ schnell abschließen können. Und ja, muss ich mal gucken. Ich versuche jetzt diese Woche und die nächsten folgenden Wochen auch immer den ewigen Palast im NHC und im HC mitzunehmen und vielleicht demnächst auch hier Dings reinzugehen, Nyalota. Wenn wir jetzt insgesamt mal gucken, mir fehlen 17 Items in Uldir, 19 in Dazar'alor, Tigel ist es 1 und hier ewiger Palast 34 bzw. Nyalota 40. Und ihr seht schon, es staffelt sich nach hinten hoch. Wenn wir jetzt mal den Tigel außer Acht lassen, einfach weil ich halt in den ersten Instanzen jetzt schon öfter reingegangen bin, um Transmog zu farmen. Nyalota war ich jetzt noch gar nicht und den ewigen Palast haben wir jetzt einmal gemacht. Genau, das sind soweit die Items, die ich jetzt noch brauche, beziehungsweise Sachen, die ich bekommen habe. Jetzt sind es noch, wie gesagt, 205 Geschichten und von den 205 sind ja alleine hier die 49, die im Moment ja nicht spielen kann, die 13, die kann ich ja auch nicht bekommen, bis auf den einen Kolben, weil der Geburtstag gerade nicht ist. So einige Sachen sind tatsächlich verschlossen, die ich mir nicht holen kann, aber vor allem hier an der Front mit Dungeon und Schlachtzügen, da bin ich halt dran. Genau. Ich habe aber jetzt nicht so viel Dungeon-Schlachtzüge gefarmt, sondern die letzte Woche haben wir hauptsächlich Quests gefarmt und da würde ich sagen, schalten wir jetzt einmal um und machen mal alle Haken hier raus. Mittlerweile gibt es auch mit der neuen Version von TradeSkill Master einen Filter mit Essenzen, also die man im Hals drin hat. Und dementsprechend kann ich jetzt alles rausfiltern und kann dann einmal hier auf Quests gehen und dann gehen wir auf Account-wide. Das ist das, was ich ja ursprünglich gefarmt habe und was mir da noch fehlt. Spielzeuge, da hat sich nichts geändert, beziehungsweise Festtage hat sich auch nichts geändert, weil die schlichtweg einfach noch nicht waren, die Festtage, ne, die mir da noch fehlen. Und ja, was ich jetzt hier noch brauche, ist die War Campaign. Das war aber letztes Mal genauso. Und bei den Schlachtzügen war es ja auch das gleiche noch. Ne? Nyalota, NHC und Mythic. Die Quest habe ich einfach nicht gemacht. Die müsste ich mal noch machen. Und hier habe ich jetzt auch ein paar wieder wegbekommen. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, bei 88 Quests, die mir im Account-Modus noch gefehlt haben und das waren 99,21% und jetzt sind wir bei 63 und das sind 99,42%. Also hier haben wir ein paar Quests wegbekommen, nicht sonderlich viele, aber ich zeige euch gleich, wo ich viele Quests wegbekommen habe und zwar nämlich beim charakterspezifischen Event und das werden wir uns dann gleich nochmal genauer anschauen. Jetzt gucken wir bloß hier einmal kurz durch.
Und zwar, Zanderlader hat sich, glaube ich, nichts getan. Kultiras, da ist sogar eine dazugekommen, tatsächlich, ne? Also hier, die war vorher nicht drin, die ist dazugekommen. Da muss ich in den Kriegsanstrengungen mal nochmal was basteln. Das war es, glaube ich, das letzte Mal auch genauso. Also hier hat sich nichts getan. Ich habe in der Scherbenwelt noch ein bisschen was erledigt. Jetzt fehlen mir hier nur noch Shatra die Seher. Da müsste ich blöderweise mit dem Main hier von den Aldor auf die Seher wieder zurückswitchen, und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das sehr lang dauert und sehr viel Ruf zum Grinden ist. Nicht den Ruf von neutral auf ehrfürchtig, sondern den Ruf von hasserfüllt wieder auf neutral zu kriegen. Das dauert extrem lang. Ja. Und dann ist es halt hier im Nethersturm, sind es halt noch Quests, die ich dann auch machen müsste, wenn ich die Seher habe, und das ist halt dann auch wieder von dem Ruf abhängig. Und das andere ist in den Zangarmarschen, müsste ich halt die Sporriga wieder vom Ruf runterkriegen, heißt die Sporriga töten, dass ich hier maximal freundlich bin und hier maximal wohlwollend für die Quests, sonst kriegst du diese Quests nicht. Das sind halt alles wie diese Breadcrumb-Quests, ne? Und hier sieht es halt ähnlich aus, das sind ja einige, die ich nicht kriegen kann oder nicht so ganz weiß, wie ich sie kriegen kann. Da habe ich schon alles Mögliche rumprobiert, um diese Breadcrumb-Quests zu kriegen. Eventuell muss ich sie auch mit einem anderen Char machen. Was ich aber bestimmt noch machen kann, ist einmal Vashir, und das andere ist Desolace. Diese beiden müssten noch klappen, dass ich mir die holen kann, obwohl es so Breadcrumb-Quests sind. Und da werde ich wahrscheinlich die Woche noch ein bisschen weitermachen. Ich hatte euch ja letztes schon gezeigt, hier diese Heldenaufruf-Sachen, die waren ja auch für den Char leider nicht mehr machbar, weil die ein bestimmtes Level voraussetzen. Und auch andere Geschichten, wo war ich jetzt hier in SW? Da wollte ich diese zwei Quests machen, habe auch mit Party-Sync runtergesinkt auf Stufe 80, und selbst dann konnte ich sie nicht annehmen. Wahrscheinlich muss ich dann das leider auch mit einem anderen Char machen. Ich würde das Ganze halt ganz gerne mit Main machen. Hat folgenden Hintergrund, und zwar gibt es ein Charakter-Rating mit Quests, und hier habe ich ordentlich weiter progressed. Ich war letztens noch, glaube ich, irgendwie 20 oder Platz 30 bei weltweiten Quest-Ranking. Ihr seht, jetzt bin ich Platz 5 im weltweiten Quest-Ranking, weil ich sehr viele Quests absolviert habe. Es waren jetzt nicht die 10, 20 Quests, die wir hier haben, beim Account-Modus, sondern das waren relativ viele Quests, die wir hier durch den anderen Modus haben, und zwar den Char-Modus. Und beim Char-Modus hatten mir letztens noch 304 Quests gefehlt, was 97,17% war, und jetzt sind es nur noch 72 Quests. Also ich habe ja 230 Quests, 232 Quests hier im Charaktermodus gemacht. Und das ist wirklich einiges gewesen, ne? Also über 200 Quests durchgeballert die letzten paar Tage, ist schon einiges. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was ist der Unterschied zwischen dem Char und dem Account-Modus? Und zwar, wenn ich jetzt hier auf dem Account-Modus gehe, dann wären quasi alle Quests zusammengerechnet, die ich auf allen Chars habe. Heißt, wenn ich auf einem Rogue irgendein Gebiet gequestet habe, im Druid aber nicht, dann wird es trotzdem dazu gerechnet. Deswegen sind es jetzt hier nur noch 63, ne? Auf dem Char-Modus wird wirklich nur das gewertet, was ich mit dem Main-Char gemacht habe. Deswegen habe ich zum Beispiel hier bei dem Char-Modus auch noch die Classic-Quest für Thunder Fury drin. Die kannst du mit dem Druid auch machen, tatsächlich. Du kannst aber die Waffe nicht tragen, was ein Schwert ist, ne? Und dementsprechend auch nicht lernen, beziehungsweise das Mock nicht lernen. Und ja, auch die werde ich wieder angehen. Da hatte ich das letzte Mal auch schon angesprochen, dass ich schon eine Fessel habe. Auch die Woche habe ich sie leider wieder nicht gekriegt, die zweite, aber es wird schon noch kommen, genau. Und hier habe ich halt jetzt einige Quests gemacht. Einmal, um quasi auch den Char-Modus fertig zu kriegen, und halt zum anderen hauptsächlich, um hier vom Ranking höher zu sein. World 5 bei den Quests ist, denke ich mal, schon nicht so verkehrt, ne? Also da spiele ich schon relativ. Oh, ich habe seit 6 Tagen nicht upgedatet. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen höher, ein, zwei Stufen vielleicht. Also ein, zwei Quests vielleicht noch mehr. Die meisten habe ich am Anfang der Woche gemacht, genau. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir hier auch nochmal durch, was hier auch drin ist, ganz klar die Pfeife, ne? Und hier ist halt auch unter anderem Archäologie drin. Und Archäologie hatte ich ursprünglich mit einem anderen Char gemacht, auf einem Char, wo ich noch leveln wollte. Das war, glaube ich, mein Monk. Und mit dem habe ich quasi nur Archäologie gemacht und den damals auf 100 hochgespielt, also das damalige Max-Level hier in WoD. Deswegen muss ich jetzt hier nochmal Archäologie machen, um diese makellosen Items zu kriegen. Und die haben wiederum nämlich eine Quest, ne? Also die Achievements für Archäologie habe ich natürlich schon lang alles gemacht, aber da diese makellosen Items jeweils eine Quest haben und der Char-Modus
die Quests nur zählt, die ich auf dem Char gemacht habe, muss ich es halt nochmal machen. Und es waren jetzt halt insgesamt 39 Quests, die man durch diese makellosen Items kriegt. Und ich brauche jetzt nur noch 14. Und wer weiß, wie Archäologie in WoD läuft, der weiß, dass das verdammt viel Arbeit und Zeitinvestment ist. Und ich habe jetzt, wie gesagt, von 39 auf 14 runter. Also habe schon einige makellose Items ausgestellt. Die sind hier auch tatsächlich. In der Garnison sieht man die, die man schon hat. Warte, ich kann euch das zeigen. Also es liegen jetzt hier schon einiges an Gelümps rum. Also alles, was hier in den Regalen ist und so, habe ich schon ausgestellt. Ein paar freie Plätze sind noch, wie ihr seht. Also ein bisschen, was kann man noch unterbringen? Aber das Allermeiste habe ich mittlerweile schon. Und in der Zeit, wo ich halt diese Items gebastelt habe, ist es immer so, wenn man ein Item bastelt, gibt es so eine Kiste, ne? Und ich habe jetzt schon 284 Kisten, also 284 Items habe ich jetzt schon hergestellt. Und da wisst ihr, da geht viel Zeit drauf. Wenn man so ein Archäologiegebiet quasi einmal abbaut, dann kriegt man ein bis zwei Items raus. Ja? Sowas um den Dreh rum, je nachdem, wie groß es ist, ne? Wie viel man braucht. Also das ist schon langwierig. Das versuche ich jetzt noch weiter fortzutreiben, um hier einfach bei den charakterspezifischen Quests noch weiterzukommen. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir das abgedatet? Oh, ein paar mehr habe ich jetzt wieder. Ne? Waren das nochmal 35 Quests, die da auf dem Counter mit drauf sind? Wahrscheinlich hauptsächlich auch von Archäologie hier. Ne? Das ist halt eins der großen Time-Sync-Geschichten. Feiertage, ne? Hilft nichts, da muss man halt warten. Ordenshalle, ja, das ist jetzt hier die große Kacke. Es gibt in der Ordenshalle so eine Quest, oder besser gesagt zwei Quests. Einmal diese Fuchsquest, wo man von den Nachtsüchtigen aus der Paragonkiste, beziehungsweise aus diesem Event, ich kann euch das mal zeigen, hier, wenn dann von den Nachtsüchtigen aus der Paragonkiste oder hier von diesem verdorrten Ausbildungsevent konnte man so eine Quest bekommen für so einen Fuchsmount, ne? Und ich habe das halt mit irgendeinem Twink gekriegt und dementsprechend die Quest beim Account Achievements abgeschlossen, aber hier bei dem Main nicht. Und jetzt müsste ich das halt mit dem hier nochmal machen und das hat eine richtig dreckige Drop-Chance. Und was halt noch eine richtig dreckige Drop-Chance ist, ist das andere Ding. Und zwar aus der Paragon-Kiste von den Kirin-Tor kommt eine Quest raus, wo man dann Khadgar als Auge, also nee, Khadgar in so einer Kugel bekommt, ne? Und das sind zwei Sachen, die eine richtig dreckige Drop-Chance haben. Und die müsste ich halt jetzt auch nochmal machen, wenn ich halt diese Char-Quests mache. Die Geschichte ist halt, was der Unterschied zwischen den beiden Modis ist. Bei den Account-Quests sind halt alle. Es ist halt alles drin vom gesamten Account, ne? Aber die Breadcrumb-Quests auch, weil ich ja diese Breadcrumb-Quests auch mit dem Twink theoretisch machen könnte, ne? Deswegen sind die drin. Beim Char, also beim einzelnen Char, sind die Breadcrumb-Quests halt nicht drin, weil du die nicht theoretisch nicht mehr machen kannst. Gut, jetzt mit Party-Sync kannst du ein paar noch holen, aber viele, die ein Level bedingen, sind halt da nicht mehr drin. Also die haben da, sind da rausgefiltert und ich will halt bei einem von beiden Modis schaffen, alle Quests wegzuhaben, dass es wirklich auf Null ist, ne? Und, oder am besten bei beiden Modis, wenn es gehen würde. Das Problem ist, beim einen sind halt übelst kacke Breadcrumb-Quests drin, die ich halt nicht wegkrieg, und beim anderen sind halt wirklich so richtige Time-Sync-Sachen drin, ne? Und ich habe jetzt aber beide relativ weit runtergekriegt und ich versuche beide so nebenbei ein bisschen parallel weiter runter zu progressen. Und ja, der Schatz aus Mechagon, da bin ich ja immer noch dran. Der ist auch bei beiden drin, also sowohl bei den Char-Dingern als auch natürlich beim Account-Weiten. Ne? Da den Schlüssel habe ich nicht gekriegt. Was ich aber abgeschlossen habe, ist das Mount aus. Jetzt wird es hier nicht angezeigt. Das Mount aus Winterquell. Das haben wir jetzt endlich bekommen. Da waren ja 20 Quests, muss man machen, 20 Dailies. Und wenn man die abgeschlossen hat, dann gibt es das Mount. Ich habe es mir, glaube ich, hier auf die Bank gepackt. Seht ihr, ich hatte es natürlich schon. Ne? Ich habe es mir damals über den Classic-Weg geholt, aber jetzt hier nochmal auf die Bank gepackt. Und seht ihr, nebendran ist die eine Fessel des Windsuchers. Die Zeitvergoldung, die hatte ich letztens auch gemacht. Warte mal, war das sogar. Ich weiß gar nicht, ob das sogar die Woche war. Das kann sogar sein. Ich hab Baal und die Zeitvergoldung, die hatte ich mit dem. Na, sag's mir. Die hatte ich mit meinem Hordenchar damals schon gemacht auf dem zweiten Account. Das hat aber hier das Addon nicht gezählt und deswegen habe ich es nochmal gemacht. Aber ich glaube, das war letzte Woche schon, ne? Ich verwechsel es immer, wann ich was gemacht habe. Genau, egal. Auf jeden Fall, das haben wir auch weg. Und jetzt ist halt hier bei Außenbereich nicht mehr sonderlich viel drin. Einmal hier das mit den Seern, ne? Das sind halt sehr viele Quests. Da müsste ich halt switchen. Das sind halt allein 18 Quests. Von den 72 ist das halt relativ viel.
diese beiden blöden Sachen, ne, beides aus der Paragon-Kiste oder aus der Emissary raus. Einmal mit dem blöden Pet, ne, wo du die Quest kriegst, und das andere ist der Fuchs und halt den Mist hier noch. Und Dungeon-Schlachtzüge, wie beim anderen Ding auch schon hier, die Quest aus Nyalotha, die habe ich ja mit Keimchar gemacht, beziehungsweise hier halt Thunder Fury, wo ich halt schon ja gesagt hatte, dass ich die Dings brauche, die Fessel. Aber wie gesagt, es wären weniger. Ihr seht, hier haben wir über 200 Quests gemacht. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so viel Transmog gefahren, weil ich jetzt erstmal die Quest-Sachen fertig kriegen will. Und dann die Transmog-Sachen hat halt so ein bisschen den Hintergrund. Die Quests wären nicht schwerer oder wären nicht leichter im nächsten Addon, aber Legion Raids wären sicher leichter, beziehungsweise BFA Raids wären sicher auch leichter im nächsten, also wenn Shadowlands raus ist, als sie jetzt sind. Deswegen farme ich erstmal die Sachen, die etwa gleich bleiben, und die Sachen, die leichter wären, stelle ich hinten an. Sollte ich jetzt natürlich mit den Quest-Sachen schneller fertig werden, dann werde ich halt hardcore die BFA Raids und ja, die Legion Raids noch farmen für die letzten 200 Items, oder es sind ja nur noch so 100, 150 Items eher, die ich mir farmen kann. Die anderen sind ja eh blöderweise dann noch so Festtagsgedöns. Aber ich hatte ja vorher schon gesagt, hier ein, zwei Festtage kommen vor Shadowlands noch, die nehme ich mit und dann gucken wir mal, was wir da noch so rauskriegen. Gut, damit wären wir jetzt wieder am Ende zu dem kleinen Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Ich werde die Woche dann noch ordentlich reinfarmen. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere. Drückt mir die Daumen, und wenn ihr wollt, am Samstag laufe ich dann wieder die Raids auf Allianz-Seite. Samstagabend machen wir BFA-Raids durch und eventuell, je nachdem wie weit ich komme, vielleicht sogar auch sonntags mal mit der Horde. Muss ich mal gucken, ob ich die Quest-Sachen vorher fertig kriege. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.